Hallo, Super Mario Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dein Super Mario Maker Level. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt mal so, das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben und da fand ich die Idee auch ganz gut, dass wir einfach immer ein Level spielen von euch, also von euch Zuschauern und dann nicht weiterspielen, also nicht irgendwie uns ein anderes Level raussuchen oder andere Level von der Person spielen, sondern einfach ein Level spielen, ein bisschen bewerten und dann ist gut. Und so haben wir ab und zu vielleicht mal ein paar lange und ein paar sehr kurze Parts, weil manche Level halt einfach in ein paar Minuten abgespielt sind. Aber so kann man der Playlist besser folgen. Und ich habe auch die Möglichkeit, mehr im Vorrat aufzunehmen, weil halt viele kurze Parts hintereinander ein bisschen leichter zu gestalten sind. Vielleicht kann ich das dann auch ein bisschen häufiger bringen. Ich selber habe nicht immer so viel Motivation zu Super Mario Maker, weil ich ziemlich häufig diese Network-Fehler bekomme. Ich komme dann halt einfach nicht rein. Ich kann ja dann bauen und alles, aber ich komme nicht ins Network rein. Genauso wie ich Splatoon-Spielen komplett aufgeben musste, ging einfach überhaupt nicht mehr, weil ich einfach alle paar Minuten diesen Network-Error habe. Das liegt einfach daran, dass bei mir die Internetleitung viele Datenpakete in einer hohen Geschwindigkeit nicht durchlässt. Keine Ahnung warum. Deswegen habe ich Probleme mit MMOs, mit League of Legends momentan leider auch. Und habe dann halt einfach einen Ping, der zu hoch ist. Allerdings, wenn der Ping zu hoch ist bei Nintendo-Spielen, fliegt man anscheinend aus dem Network raus. Deswegen, immer dann, wenn ich Bock habe, dann werde ich halt einfach aufnehmen und dann einfach eins von euren Leveln. Ihr könnt es in die Videobeschreibung posten. Ihr könnt es auf die Dein Super Mario Maker Level for Kids Seite posten. Das ist eine Google Plus Seite, wenn es ein Level ist, was ihr meint. Ey, das ist leicht genug, dass das wirklich auch Anfänger spielen können. Also, kurz gesagt, ich. Und heute habe ich mir da ein Level rausgesucht, mal wieder von Fipoki. Schwierigkeitsgrad Mittel. Hallo zusammen. Nach langer Zeit habe ich wieder eine Reihe von Leveln kreiert, die ich mit euch teilen möchte. Dieses Level ist ein Winterlevel mit kleinen Hindernissen durch fliegende Koopas und schöne Schauplätze durch die Tannenbäume und den Eissee. Ein Level ganz nach den Vorstellungen aus den richtigen Super Mario-Spielen. Viel Spaß und viele Grüße, Fipoki. Da freue ich mich schon drauf, Winterwoge. Das finde ich cool. Da ich jetzt unbedingt ein Level haben wollte, wo ich weiß, okay, das wird mir jetzt viel Spaß machen zu spielen und gut gestaltet sein, habe ich einfach von Fipoke jetzt das erste genommen, was ich gesehen habe. Habe mir noch weitere rausgesucht und bin mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich blende rüber in Winterwoge mit Tannenbäumen. Und es sieht so von der Abschlussrate gar nicht mal so, aber es haben auch noch nicht so viele. Also ich bin mal sehr gespannt. Und ach, wir machen das mal gerade übrigens so, dass ich da auf den Bildschirm gucke. Ich bin's gewohnt, mit dem Gamepad zu spielen. Kriegen wir schon hin. Da seht ihr übrigens auch die ID davon, wenn ihr es auch spielen wollt, nochmal, ne? Okay. Ich glaube auch, die Kamera ist an der Stelle hier ganz gut gewählt. Hopp. Ein bisschen fies mit den, mit den Manchas. Nein, der rennt ja da einfach durch. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich finde irgendwie Super Mario Maker Spiele lustig, selber anzugucken, halt gerade auf Twitch. Und da mag ich es, wenn die Leute Facecam anhaben, weil man einfach immer sehr gut sehen kann, wo der Frust anfängt. So, ihr nicht hier. Nicht nochmal. Ach nein, das habe ich ganz vergessen. Ha, 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 tu das doch nicht. Tu das nicht, tu das nicht. Alles gut, kann ich hier rein? Nein. Gut, das ist bestimmt da auch wieder nur eine böse, 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 böse Blume. Ah, ah, tschüss. Ah, ein Pilz. Gott sei Dank. Geht's hier oben irgendwo hoch? Ah, ein Tannenbaum. Oh, was mit den Tannenbäumen ist hübsch gemacht. Ich bin da mal vorsichtig ran. Oh Gott. Kann ich drauf landen? Alles gut. Das mit dem Eisgeschlitter, ne? Also ich und das Eisgeschlitter, wir werden nie gute Freunde werden. Ah, Mann! Dachte, ich hätte das geschickt genug gelöst. Nein! Vorsicht! Okay, da ist irgendwo die Koopa Shell gefangen, ich höre es. Dass das geht, wusste ich gar nicht. Hast du die nicht eigentlich. Die sind den Dingern abgeprallt. Gut, wenn sie Spaß damit hat. Bin da rein. Muss da rein, ne? Und ist also noch ein Unterwasser? Nee, ich meinte Unterwasser, sondern ich dachte, es käme jetzt noch ein Level-Unterpart oder sowas. Und ich bin einfach auch zu dumm zum Springen auf dem Eis. Dass ich von Goombas getötet werde, wäre mir peinlich. Ah! Hopp! Hier noch was Cooles drin? Nein. Vielleicht ein Geheimnis! Ein Geheimnis! Auch nicht. Und das.
etwas fieser Mann, wie gemein. Aber wir sind schon sehr weit gekommen. Da oben ist vielleicht ein Geheimnis. Könnte nicht sein, dass jetzt hier nicht... Komm schon. Ah. Sag ich doch! Mario, warum tust du das Lied an, ne? Warum zieht er sich keine Schneeschuhe an? Du musst tragen Schneeschuhe, dann ist er besser. Bock, bock. Wo waren jetzt die... Achso, da oben war der... Hey! Ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf Eis rennen, ey. Bitte nicht. War hier noch irgendwas? Nee, das waren nur Münzen für den Score. Für unseren guten Score. Weil wir ja so weit gekommen sind. Ah! Eins, zwei, drei. Okay, jetzt Vorsicht, vorsichtig. Nicht wieder. Alles gut. Nichts passiert. Ah, eine Tür. Ist da ein Stern drin, bitte? Ja. Sonst hätte ich da oben lang gemusst. Was? Nee. Dam, 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 da, 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 dam. Uah, mit beweglichen Plattformen muss ich auch selber noch viel mehr arbeiten. Da habe ich wohl die Bewegung der Plattform nicht richtig mit einberechnet und bin dann daneben gefallen. So etwas Blödes aber auch. Wow, Mario, bitte. Chill mal ein bisschen. Moment, das tut er ja. Ist ja schließlich ein Winterlevel. Na? Oh, oh, oh. Kacke. Dann halt nicht. Wenn ich runterfalle, ist es eh egal, ob ich groß oder klein bin. Ne? Ich dachte schon, ich krieg den nicht und springe jetzt einfach voll auf die Mannschaft. Huh. Übertreib. Übertreib einfach. Wow. Wir sind so viel schneller mit ihm. Da komme ich nicht mit klar. Die Weihnachtsbäume sind schön gestaltet. Na, diesmal nett. Oh Gott. Ich habe gesehen, noch bevor ich gesprungen bin, dass das keine gute Idee war. Danke für den Save Point übrigens. Liebe, dass wir jetzt Checkpoints haben. Ich muss all meine Level eigentlich überarbeiten. Boah, das war jetzt ultra knapp. Dann halt auch so rum. Habe ich auch kein Problem mit. Ich wollte auch gar nicht den Pilz zum Großwerden nebenbei bemerkt. Also falls jemand fragt, ne, den Pilz zum Großwerden, den habe ich mir jetzt absichtlich nicht geholt. Ich dachte schon wieder, ey. Alles gut, alles gut. Wuhu. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Alles gut. Wenn die so schnell sich hin und her bewegen, ist das gar nicht leicht. Okay, das mit den Wolken ist ein bisschen ungewohnt. Ich meine, es ist Schnee. Schnee, keine Wolken. Das ist Schnee in dem Fall. Oh, bitte mach das da... Dass hier Schluss ist. Yes! Ah, we did it. Das war schön. Das war schön gestaltet. Den Tannenbäumen und dem Schnee auf den Tannenbäumen. Und dem Eissee. Und es war nicht zu schwer oder so. Man hatte, ich fand, eine richtige Lernkurve. Also ich persönlich. Kommen wir jetzt mit der Eismechanik wesentlich besser klar. Ja, nicht übel. Sehr schön. Kriegt ein Sternchen von mir. Und dann male ich da irgendein Schneemario hin. Kann ich das nicht irgendwie immer so machen, wenn ich hier male, dass ich die Webcam nehme und dass ich die dann hier so hinpacke, dass man sieht, was ich hier mache? Kann man, geht die Kamera so weit, dass sie das scharf stellen kann, da Bereich? So krass scharf stellen kannst du es nicht, ne? Das doch, hier geht es. Das ist nur ein bisschen überbelichtet. Aber auch nur dezent überbelichtet, würde ich jetzt behaupten. Dezent, nicht stark oder so. Da sieht man ganz viel vom Bildschirm. Standard. Malen. Okay, malen wir. Ich male jetzt erstmal Schneeflöckchen hier hin. So.
Dann machen wir jetzt hier einen etwas verfrorenen Mario. So einem Schal drumrum. Dann muss hier der Schnäuzer hin. Und die dicke Nase. Oh. Sieht man, ne? Ja. Oh. Ja, das ist also nicht ganz so einfach. Nein. Nein. So, auf diesem Ding da zu malen ist wirklich nicht leicht. Wollte ich mal erwähnt haben. Und bin immer wieder fasziniert, was die Leute auch teilweise hier auf dem Teil gemalt kriegen. Also. Da bleibt mir auf die Spucke weg. Allerdings kann man sich dafür natürlich auch sehr viel Zeit nehmen. So, ein bisschen Haare rausgucken lassen. Ja, auch. Was ist das hier unten? Da bin ich mit meiner Hand drauf gekommen, vermute ich mal. War ich mal so falsch? Da kommt jetzt der Schal hin. Hier so, guckst du die Klempnerklamotte durch. Machen wir hier noch so ein bisschen Schnee durch. Ja. Jo. Jo. Okay. Abs. Jo. Absenden. Hoffen wir, dass das funktioniert jetzt mit dem Network. Also ich kann dann immer spielen und ich kann auch die Level spielen, aber ich kann sie weder bewerten noch sonst irgendwas. Und dann meckert das dann immer. Tada! Wunderbar. So. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ist dann halt einfach auch schon Schluss mit der Folge. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play. Dein Super Mario Maker Level. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und Bewerten, fürs Bewerten der Level, fürs Einsenden der Level. Einfach euren Code in die Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, wir singen!